Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners, heute bei der Bottle Market in Bremen 2021, gemeinsam mit Dirk James Vetter von Scotland and Malts. Und was hast du in der Hand? Ich habe unsere eigene Abfüllung in der Hand, denn wir sind ja nicht nur Händler, sondern wir sind auch Independent Bottler. Und als Independent Bottler kaufen wir eben auch Fassanteile oder ganze Fässer auf. Das immer, kommt darauf an, was wir gerade zur Verfügung haben. Und da habe ich jetzt in diesem Falle tatsächlich aus unserer eigenen Kollektion einen Milton Duff in der Hand mit 20 Jahre, den wir abgefüllt haben, der eine sehr schöne fruchtige Note ganz einfach auch hat. Und wir haben sehr viele unterschiedliche Abfüllen. Ich glaube, wir haben mittlerweile 15 verschiedene Whiskys in unserem eigenen Portfolio. 2, 4, 6, 8, 10, 12 habt ihr ausgestellt. Ja, genau, weil die anderen leider schon ausgetrunken sind. So viel kann ich sagen. Und da haben wir halt ganz unterschiedliche Whiskys einfach bei, von relativ jungen Whiskys, um die 9 Jahre alt, aus der Speyside zum Beispiel. Das ist jetzt das ist jetzt ein 8 Jahre alter Benriach. Das ist eine schöne Fruchtbombe einfach, weil es sind helle Fruchtnoten, die drin sind. Der macht auch sehr viel Spaß im Glas einfach, ist ein schöner Whisky. Aber wir haben auch genau... Warte mal, den nehme ich dir sogar mal ab. Genau, er hat Angst, dass ich fallen lasse. Das ist unser kleines Schätzchen tatsächlich. Ja. Da haben wir einen Old Loch Indel. Ich verrate jetzt nicht aus welcher Distillery, aber es ist eine Islay Distillery, die zu den ältesten Schottlands gehört. So viel will ich mal umschreiben. Irgendwie ein Vault Number One vielleicht, Maybe, yeah. Vielleicht ein paar Veilchen, Violets, Yeah, something like that. Could be. Das war Simon von Whiskey Violence. Ah, okay. Und da haben wir halt einen Whisky, der ist 1987 destilliert, in einem Sherryfass eingelagert, bis 2011 und dann abgefüllt. Das ist auch eine ganz kleine Charge, die wir davon aufgekauft haben. Ist also wirklich eine kleine Menge. Es gibt davon nur 50 Flaschen insgesamt. Da haben wir wirklich ein ganz tolles Produkt in Fassstärke auch noch mit dabei. Die machen halt Spaß, weil wir 90% unserer eigenen Abfüllung auch in Fassstärke haben. Ja. Das heißt, wer eine Fassstärke-Whisky liebt, der sollte durchaus mal unsere eigenen Whiskys da probieren. Und wenn ich es kurz anbringen darf, auch wenn wir das Thema Whisky haben, wir machen das Ganze auch mit Rum. Ah, okay. Ganz kurz darf man nur bei mir erwähnen. Also die Flasche, also wenn ich schaue, Flaschenpreis 389 hier für so ein alte Bomber. Also muss ich auch sagen, ich habe schon Sachen gefunden, die viel, viel teurer sind. Das definitiv. Es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Distillery und den abgefüllten Whisky. Super. Also www, dann geht man hin zu Scotland-and, auf Englisch, -malts. .de aber, oder? Genau, richtig. Nein, .com. Ja, genau. Das ist .com, keine .de. Und ihr habt echt, ihr habt hier Maltman, ihr habt hier Weems, ihr habt hier Darkness, ihr habt hier That Boutique Whisky, ihr habt hier, was habe ich gesagt? Wir haben die Hacker Choice mit dabei auch. Ja, wir haben insgesamt weit über 550 Whiskys, die kann man alle im Online-Shop bestellen. Was das Besondere bei uns auch ist, wir bieten einen Sample-Service an. Ja, das ist unser sogenanntes mobiles Pub, was wir im Online-Pub auch drin haben. Da könnt ihr alles das, was wir auch auf dem Messen mit dabei haben, im Sample-Service haben, also zwischen 2 und 4 CL euch einfach nach Hause schicken, bevor ihr euch überlegt, möchte ich die Flasche haben oder vielleicht auch einfach, was es sonst nicht mehr zum Probieren gibt. Also ich verrate etwas, also du hörst hier weg. Also meine Erfahrung bisher ist mit scotlandandmore.com, ist, dass sie ihr Preise reinstellen, aber nie wieder verändern. Das heißt, alte Flaschen, die man nirgendwo findet, kann man manchmal bei denen finden, zu einem Preis, der auch vernünftig ist. Andere Leute haben automatische Algorithmen da laufen. Sobald die letzten 5 Flaschen da sind, geht der Preis automatisch schrittweise 10-20% nach oben. Und die Jungs hier bisher, meine Erfahrung, machen das nicht. Oder zumindest noch nicht. Wir haben es auch nicht vor, dass wir es machen wollen. Weil wir uns halt eben sagen, okay, es sind die alten Flaschen, wir haben die mal zum Alterskonzession gekauft und wir möchten das aber dafür auch fair wieder verkaufen. Ja, das ist für uns das Credo. Ja. Und das finde ich echt cool. Ich habe manche Flaschen bei euch gefunden, nirgendwo anders. Da waren noch 1-2 Flaschen an so einen vernünftigen Preis, wo ich klick, klick. Also war alles gut, danke. Ja, sehr gerne. Ich danke dir. Whiskey Jason hier. Ciao. Ciao.